Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Mini-Ninjas. Es wird Zeit für uns, eine NPC-Story oder Quest abzuschließen. Und deswegen werden wir jetzt, nachdem wir alle Herrscherseelen geholt haben, alle großen Lord-Souls eingesackt haben, als letztes die der vier Könige, deswegen werden wir uns jetzt nicht zum Ende des Spiels begeben, sondern wollen vorher noch zwei Gebiete erkunden, in denen wir bislang noch nicht waren, wobei ich glaube, wir haben das erste zumindest schon mal angeteasert vor langer, langer Zeit. Und dazu müssen wir nämlich zurückgehen in die Schandstadt. In der Schandstadt haben wir ja Kreelak bekämpft, eine der sieben Töchter des Chaos. Und das war auch ja augenscheinlich der einzige Weg, den es da gibt. Allerdings gibt es ganz auf der anderen Seite der Schandstadt einen unsichtbaren oder einen versteckten Pfad. Und zwar in einem Baum. Und da werden wir uns heute hinbegeben. Nicht nur an diesen Baum, sondern in diesen Baum rein. Ich glaube auch, in Folge, das könnte dann so um die 20 gewesen sein, haben wir den Baum zumindest schon mal gesehen und ich glaube sogar diese illusionäre Wand da zerstört. Das heißt, wir können da jetzt einfach reinmarschieren. Das ist wieder so eine ganz gemeine Wand, gegen die man nämlich einfach schlagen muss. Und hinter der Wand ist noch eine zweite Wand, die ebenfalls nur illusionär ist. Und ja, darauf kommt man einfach nicht, weil das das einzige Mal im ganzen Spiel ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das vorher schon mal in einem oder danach nochmal in einem Souls-Spiel benutzt wurde, dass eine Wand hinter einer Wand ist. Also, ihr wisst schon, Wände, die man wegmachen kann. Und deswegen begeben wir uns heute dahin. Ich laufe hier einfach durch den Sumpf durch. Für uns ist hier eh nichts mehr zu holen. Die Gegner sind kein Problem. Ich glaube, ich mache das Gift noch ganz schnell runter, wobei... Nö, das kann ruhig drauf bleiben. Es ist alles ein bisschen langsam. Ich hätte einen anderen Ring anziehen können, aber naja. So ist es dann manchmal. Ja, was gibt's zu sagen? Wir haben die... Da bin ich ein bisschen froh drüber gewesen, die vier Könige in den Ruinen Neulondos, den letzten großen Boss, den wir besiegt haben, die haben ja tatsächlich ein bisschen Probleme gemacht. Also, ihr habt ja einmal das erste Mal gesehen, als ich reingelaufen bin, zusammen mit Beatrix. Und dann noch ein zweites Mal. Also dann habe ich es noch ein zweites Mal mit Beatrix versucht, das hat nicht funktioniert, weil sie einfach keinen Schaden gemacht hat. Sie hat einfach nicht geschossen. Sie stand nur rum, ist gestorben. Die Bosser haben dadurch weniger Schaden bekommen, was einfach nur sehr, sehr nervig ist. Und ja, dann habe ich es einfach ohne sie versucht und da hat es dann geklappt. Von daher können wir uns jetzt im Greatest Hollow bewegen. In diesem Baum, der nämlich in Trinhol ist. Den haben wir von der Schandstadt aus schon mehrfach gesehen. Ich überlege jetzt, ob wir hier versuchen, alle Schätze zu holen. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, da habe ich keine Lust zu. Stattdessen werden wir hier einfach relativ schnell runtergehen. Kurz überlegen, ob es hier eine versteckte Wand gab. Nee. Irgendwas muss es da oben auch noch gegeben haben. Denn das Gebiet ist ein bisschen gemein. Also hier gehe ich nie rein, wenn ich die Lordwessel noch nicht besitze. Ich glaube, hier oben war eins. Kann man drauffallen und noch einen Gegenstand holen. Ist aber egal. Wenn man die Lordwessel noch nicht besitzt, das heißt noch nicht in Arno Londo, Ornstein und Smo besiegt hat, dann ist man hier ordentlich am Poppes. Weil der Baum zwar relativ simplen Weg, einen simplen Weg nach unten hat, nämlich indem man einfach immer weiter runterläuft, aber den Baum wieder hochzukommen, das ist echt nervig, aber nervig, wirklich nervig, nervig. Hallo? Das ist alles ziemlich verwinkelt, es gibt ein paar unsichtbare Wände. Man muss ab und zu mal irgendwo lang springen. Kann man jetzt mal wieder hier oben.
Was aber, glaube ich, nichts bringt. Könnte man hier irgendwo noch lang gehen? Und ich hab's gehasst. Also ohne Lord Vessel hier hochzugehen, ich hab's gehasst. Deswegen nehme ich da eigentlich immer den Standardweg runter und um hochzukommen, teleportiere ich mich mit der Lord Vessel wieder raus. Und spare mir den ganzen Kladderadatsch. Musste man hier rüber? Müssen es ja hier eh relativ. Wenn man runterfällt, kann man das überleben, wenn man zwischendurch ab und zu mal auf so einer Wurzel landet. Von daher ist das nicht automatisch alles tödlich. Aber es ist natürlich schön, nicht irgendwo abzustürzen. Kann man hier nicht lang? Okay. Ich sehe irgendwo runter zu springen. Hier wieder lang. Guck an. Ja, und die Kamera, die ist natürlich auch grandios, weil sie ab und zu an diesen Baumstämmen hängen bleibt. Und sich sagt, nö, du läufst hier gerade so schön auf rutschigem Boden. Wie wäre doch schade, wenn du auf einmal in die falsche Richtung laufen würdest. Wäre doch sehr, sehr schade. Da geht eine Leiter nach oben zurück. Und da unten müsste es schon das Ziel sein, unserer Begierde, ganz nach unten zu kommen. Aber wir machen zuvor noch hier ein paar Abstecher. Ich weiß, hier gibt's Crystal Lizards. Sehr cool, ha? Huh? So macht man das. Auf dem linken kleinen C stehe ich. Nicht weil ich cheate, sondern weil ich es kann. Oh, aber die ganzen unsichtbaren Wände, die lasse ich jetzt hier wirklich weg. Aus einem ganz einfachen Grund habe ich hier keine Lust drauf. Und sie bringen mir hier auch einfach nichts mehr, also. Eieiei. Hier wird man echt halb von dem Ast runtergedrückt. Ein Scheiß mit der Kollisionsabfrage manchmal. Da geht's lang. Unten sind noch mehr Frösche. Sehr viel Upgrade-Materialien, deswegen kann man hier theoretisch, also sobald man die Lordwessel hat, ab und zu mal oder einfach mal hingehen und zumindest alles einsammeln, was es an Upgrade-Materialien gibt, das ist hier nicht verkehrt. Spielerisch ist das ja alles nicht so interessant, aber zumindest die Upgrades kann man sich holen, ohne Probleme. Whoop. War klar, natürlich musste das so kommen. Nicht verfluchen lassen. Die Frösche kennt man auch aus Dark Souls 2. Da wurden sie dann in größerer Form wieder benutzt. Und ein bisschen langweiligerer Form finde ich dadurch auch. Also der Kampf wurde dadurch nicht besser, dass sie einfach groß sind. Könnte man wieder hochrennen? Möchte ich das? Das ist erst die Zwischenebene, oder? Hier ging doch aber eine Leiter runter. Irgendein Gegner ist mir hinterhergefallen anscheinend. Ich sagte bitte nicht verfluchen. Haltet euch daran. Hier wieder das Level selbst ist eigentlich gar nicht so spannend. Ich finde nur die Grundidee dahinter wieder toll, dass man durch einen ausgehöhlten Baum immer weiter spiralförmig nach unten läuft. Und Soja. Also, Soja. Soja. Und so eben. Ja, die Welt weiter miteinander vernetzt bleibt, nur dass man eben wirklich ganz, ganz tief hinabsteigt in die Welt. Und wir jetzt wirklich noch unterhalb, wenn ich mich nicht irre, von Lost Isoliths sind. Hier wirklich ganz, ganz tief runtergehen. Und jetzt keine andere Wahl haben, als gegen die Mini-Pilze zu kämpfen.
Die armen Kleinen. Da hätte ich bestimmt wieder drauf springen können, aber die ist mir einerlei. Viel mehr möchte ich. Das, genau das wollte ich. Es tut mir leid um eure Kleinen. Es war nicht meine Absicht. Ach, so ein bisschen schon. Wer mag schon Pilze? Also, außer Essen. Wieder das Design, allein das Gegnerdesign hier. Wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, einen Pilz zu machen? Grimmiger. Hey, der Witzka. Hätte mich ja beinahe getötet. Das Viech. Ah. Schießen. So, du bist ein bisschen nach unten gefallen. Das ist alles wunderbar. Da darfst du auch gerne stehen bleiben. Ja, also von der Grundidee hier finde ich das Level wirklich richtig, richtig gut. Spielerisch, naja. Gibt's schönere. Also ich stehe ja sowieso auf Burgen, deswegen gefällt mir der Anfang des Spiels eben so unglaublich viel besser als alles andere. Also bis inklusive Arno Londo ein Traum. Und danach die Level, die finde ich immer noch schön. Also inklusive Duke's Archives natürlich, die ist grandios. Der ganze Spaß da mit Sief. Alles, was so ein bisschen abgedreht ist, das finde ich dann nur noch... Da finde ich die Idee dahinter ganz cool, aber irgendwie so richtig berührt es mich dann doch nicht mehr. So viel möchte ich zugeben. Wobei jetzt das nächste Gebiet, in das wir gleich gehen werden. Ach, ein Traum wieder. Das hat mich echt weggeflasht, weil ich das auch erst im dritten Durchgang oder so gefunden habe. Da ich das hier mit diesem Baum nicht wusste. Schauen wir noch schnell, ob da was rumliegt. Nö. Nur tote Pilze. Jetzt. Hallo. Wir haben dieses Gebiet schon mal gesehen, wenn ich mich nicht irre. Das müsste von Lost Izalith aus gewesen sein. Oder war es? Nee. Das war im Grabmal der Riesen. Da haben wir ja gegen den Paladin gekämpft auf so einer ganz dünnen, so einem ganz dünnen Vorsprung. Rechts war eine Wand, war das Steinwerk. Und links war ein Abgrund. Und da konnten wir hier schon reingucken. Das ist, würde ich sagen, so der Ursprung der Welt. Der Aschensee, aus dem die riesen uralten Bäume kommen, sprießen. Man kennt das ja, Nordrasil. Der Weltenbaum als Grundlage, würde ich behaupten. Und einfach grandioses Design wieder. Und hier schließen wir jetzt endlich die Geschichte eines alten Freundes ab. Die Musik ist passend dazu. My father, old Hollow Man, he's been subdued. He will cause no more trouble. It's finally over. I will return to Caterina. You assisted us most greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now. Upgrade-Material für die plus 15 Standardwaffe. Oh, Father. Dear Father. Oh.
damit nähern wir uns dem Ende. Siegmeyers Ende. Sieglinde werde ich in Ruhe lassen. Ich werde sie nicht dafür strafen, dass sie ihren Vater, nachdem er zu Hölle geboten ist, dann letztendlich erschlagen musste. Die Kleine ist gestraft genug. Wir können ganz schnell nicht schmieden, sondern reparieren. Farewell, Siegmeyer. Und stattdessen, um nicht hier zum Mörder zu werden, werden wir weiter den Aschensee erkunden. Ein relativ kurzes Gebiet. Ein Gebiet, bei dem ich gespannt bin, ob ich die Hydra besiegen werde. Wobei, nö, mache ich mal nicht. Die Hydra hat nämlich faustdick hinter den Ohren. Okay, über diese Düne kann man noch nicht drüber. Also ist die nächste. Ach, Schweinerei, du. Tja, ich sag ja, alles geht zu Ende. Siegmeyer und ich. Das ist echt krass. Ich glaube, wir haben über 20 Menschlichkeit im Artorias DLC geholt. Dadurch, dass man ja da am Ende so viel bekommt. Auch idealer Farmplatz. Mit der entsprechenden Ausrüstung. Da am Abgrund. Also ich möchte trotzdem dich nicht jetzt bekämpfen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit uns. Abgetaucht und rübergesprungen. Geile Sache das, oder? Oh, bist du schon aufgestanden? So, Hydra. Stirb, du Hund. Bisschen dumm da, wenn du noch die ganzen Köpfe hast. Auf deinen Körper zu schießen, da hast du natürlich vollkommen recht. Nee, oder? Ein bisschen doof bin ich schon. Komm. Den Nahkampf halte ich ja nun, also ihr Runterstützen, das halte ich ja nun problemlos aus, deswegen schere ich mich da jetzt gerade nicht so sehr drum. Schon ein bisschen dämlich gerade. Ich merke es ja selbst. Ein Köpfchen ab. Mal wieder
trinken. Die ist aber auch weit weg gerade. Warum gehst du nur so weit weg, du dummes Huhn? Geht doch. Muss man halt auch ein bisschen aufpassen, wenn man zu nah dran steht, dass man nicht eventuell in den Abgrund geschubst wird, aber ansonsten, Hydra ist halt Hydra. War's das schon, ja, ne? Wunderbar. Dass du hier einfach so ankommst, ist ja auch interessant. Tolle Musik hier unten. Also ich finde das ganze Gebiet ist echt eine grandiose Idee. So erhaben. Und wir sind auch nicht allein hier unten. Das ist das Schöne. Auch wieder ein Grund, unbedingt erst nach der Lord Vessel hierher zu gehen, weil du ansonsten den ganzen Weg einfach zurücklaufen musst, weil das hier eine Sackgasse sein wird am Ende. Und wenn man sich da nicht am Leuchtfeuer raus teleportieren kann, dann ist das schon sehr doof. Aber sehr. Sprich sehr. Wow, die Kamera. Ey. Ja, ich bewege meine Kamera gerade nicht per Hand. Das Spiel macht das, weil... Es ist einfach manchmal richtig kacke. Schön geradeaus gucken. Hola. Huch. So viel Flüche hier. Nicht mit mir. Dann gibt es gleich noch eine kleine Sprungeinlage. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass das zwei Folgen werden. Aber ich bin so schnell durch Greatest Hollow einfach durchgegangen. Dass es ja ganz offensichtlich kein Problem ist. Uppala. War es auf euch beide hoch oder war es der andere Weg rum? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, das wird nichts. Dann lasse ich es nämlich auch. Bin ich halt ein Ei. Ist mir einerlei. Ein Traum heute. So. Wir begeben uns zu diesem riesigen Gebilde, von dem viele ausgehen, dass es der große Baum am Feuerbandschrein ist. Der sich, den man ja auch über die Schandstadt sieht und der sich da wirklich von oben, von unten nach oben durchzieht. Du bleibst wohl an deiner Düne hängen. Naja gut, kann man machen. Würde mich nur sehr ärgern. Also man sieht, man kann ja auch ab und zu an der Seite noch langlaufen, da geht es nicht direkt ins Wasser runter oder in den Abgrund. Aber auf so einer Sanddüne hin und her zu rennen, macht ja auch Spaß. Wen gibt es denn noch hier unten in diesem Aschensee? Hallo. Wer hätte das gedacht? Es gibt noch einen zumindest. Einen der Everlasting Dragons. Die immerwährenden Drachen. Und das Tolle ist,
Also das ist jetzt tatsächlich einer der Drachen, gegen die Lord Gwyn zusammen mit Sif, Nito und der Witch of Iseliff samt Töchter in den Krieg gezogen ist. Und diesen gibt es noch, ein tatsächlich unsterblicher Drache, einfach weil er Tod und Leben nicht kennt. Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich habe von diesen Drachensteinen und ob es reicht für das, was ich möchte. Ich glaube aber nicht. Wir schauen mal. Natürlich muss das wieder alles einzeln geschehen. Ist auch sehr, sehr toll in Dark Souls 2, wenn man den Sun Bros beitreten möchte. Dann da 30 Medaillons abgeben darf, alle einzeln. Wie auch immer. So. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Ich müsste jetzt noch Drachensteine sammeln gehen. Aber stattdessen schieße ich dir einfach den Schwanz ab. Und bekomme dadurch das Drachengroßschwert. Warum nicht? Also ich bin jetzt Teil dieses Dracheneides. Und kann mich selbst zumindest ja so ein bisschen in einen feuerspuckenden Drachen verwandeln, wenn ich genug Drachensteine darbieten würde. Ich habe jetzt dummerweise keine. Ich müsste die Farmen gehen. Und eventuell tue ich das bis zur nächsten Episode, um es euch zu zeigen. Aber bis dahin würde ich sagen, wir haben genau noch ein Gebiet vor uns, in dem wir noch nicht waren. Und einen Bosskampf. Das heißt, die nächste Episode könnte die letzte sein. Ihr Lieben, mir macht das hier nach wie vor sehr, sehr Spaß. Ich finde Dark Souls grandios und ich freue mich, bei dem letzten Bosskampf nicht allein sein zu müssen, sondern wieder einmal Unterstützung von einem guten Freund zu haben. Bis dahin, ciao, ciao. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin nämlich ziemlich dumm. Ich habe doch beim Beitritt zu diesem Eid schon den Drachenkopfstein bekommen, von daher. Bada bam. Mit den Köpfen haben es die Japaner. Wir haben manchmal schon eine fleischfressende Truhe auf dem Kopf gehabt. Wir hatten schon komische Parasiten auf dem Kopf und jetzt sind wir ein Drache. Der Körper fehlt uns noch. Das werden wir auch in diesem Durchgang nicht mehr schaffen, den Körper noch zu bekommen. Aber so ein bisschen Drachenfeuer reicht doch schon. Von daher ist das jetzt beschlossene Sache. Letzte Folge geht's zum Ende in der nächsten. Ich freue mich drauf. Hoffe ihr auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ach. Platzende versaut.